Hallo und herzlich willkommen auf Heilpraktikerfolg. Mein Name ist Franziska Luschers. Heute geht es um die Frage 22 in der schriftlichen Heilpraktiker-Psychotherapieprüfung Oktober 2016. Ich habe mich für diese Frage entschieden, weil es da um die kognitive Umstrukturierung geht. Und die kognitive Umstrukturierung gehört zu den kognitiven Therapien, wie der Name schon sagt. Nach unseren Erfahrungen wird immer mehr zur kognitiven Therapie bzw. zur kognitiven Verhaltenstherapie gefragt. Und das nicht nur in der schriftlichen, sondern auch in der mündlichen Überprüfung. Und deshalb schauen Sie sich das nochmal an. Und ich möchte Ihnen jetzt auch ein paar Seiten zeigen auf Heilpraktiker Erfolg, wo Sie Informationen über die KVT nachlesen können. Gehen wir mal die Frage schnell durch. Welche der folgenden Aussagen zur kognitiven Umstrukturierung trifft, treffen zu? Erstens, die kognitive Umstrukturierung stellt ein Basisverfahren kognitiver Therapien dar. Und das stimmt. Ja, kognitive Umstrukturierung heißt so viel, eine gedankliche Umstrukturierung. Unter Kognition ist aber noch mehr gemeint. Da geht es um das gesamte Denken, Wahrnehmen, Erinnern. Ja, aber zur Vereinfachung sagen wir jetzt einfach mal, es geht um die Veränderung der Gedanken und zwar in Richtung zielführenderes, hilfreicheres, selbstförderlicheres Denken. Und es ist ein Basisverfahren der kognitiven Therapien, wo das Ziel ist, dysfunktionale Gedanken, wie beispielsweise bei der Depression, ich bin ein Versager, ich bin nichts wert, zu ändern, ich bin was wert, weil. Ja, oder ich bin ein guter Mensch, auch wenn ich die Prüfung nicht geschafft habe, bin ich ein wertvoller Mensch. Das ist natürlich ein Prozess und muss immer und immer wieder eingeübt werden. Also erstens stimmt. Zweitens, negative Kognition sollen durch rationalere, positive Gedanken ersetzt werden. Ja, das hat man eben schon als Beispiel, das stimmt. Drittens, bei depressiven Patienten ist das Verfahren grundsätzlich kontraindiziert. Das stimmt nicht, weil Aaron Beck beispielsweise mit seiner kognitiven Therapie die erstmal für depressive Patienten entwickelt hat. Da kommen wir dann später nochmal drauf zu sprechen. Viertens, eine typische Methode der kognitiven Umstrukturierung ist die Hypnotherapie. Nein, Hypnotherapie hat nichts mit kognitiver Umstrukturierung bzw. mit kognitiven Therapien oder kognitiver Verhaltenstherapie zu tun. Das ist eine eigenständige Form der Therapie. Und fünftens, die kognitive Umstrukturierung versucht, eine neue Bewertung der Gedankengefühle, Körperreaktion zu erzielen. Das stimmt. Beispielsweise hat der Patient Angst, an einer unheilbaren Krankheit zu leiden, obwohl er sich schon ganz oft hat untersuchen lassen und es wurde nichts festgestellt. Und beispielsweise hat er Kopfschmerzen und dann sagt er, oh mein Gott, ich habe einen Riesentumor, ich werde bald sterben. Und da ist es auch wichtig, Körperreaktionen oder auch Sachen wie Kopfschmerzen zu erkennen und nicht gleich in eine negative Richtung zu gehen, sondern erstmal innezuhalten, um wie das geht. Das lernt der Patient alles in der kognitiven Therapie bzw. kognitiven Verhaltenstherapie. Und das ist auch bei Gefühlen so. Wenn das Gefühl der Angst da ist, heißt das nicht, dass die Situation auch tatsächlich gefährlich ist, sondern das wurde irgendwann mal gelernt und wir reagieren mit Angst. Da ist keine tatsächliche Gefahr, wenn es sich um eine ganz normale kleine Spinne handelt, sondern wir haben gelernt, mit Angst zu reagieren. Und das kann man innerhalb der kognitiven Therapien im Rahmen der kognitiven Umstrukturierung verändern, sodass der Patient keine übertriebene Angst mehr vor Spinnen hat beispielsweise. Also, was stimmt jetzt bei der Frage 22? Es stimmt, erstens, die kognitive Umstrukturierung stellt ein Basisverfahren kognitiver Therapien dar. Dann zweitens, negative Kognitionen sollen durch rationalere, positivere Gedanken ersetzt werden. Ja, dann fünftens, die kognitive Umstrukturierung versucht eine Neubewertung der Gedanken, Gefühle, Körperreaktion zu erzielen. Also stimmt, erstens, zweitens und fünftens. Und wo haben wir das? Bei D wie Dora. So, und jetzt zeige ich Ihnen, wo Sie das alles auf Heilpraktikerfolg finden können. Wir gehen jetzt auf Heilpraktikerfolg. Hier sind Sie auf der Übersichtsseite. Jetzt klicken wir mal unter Artikel, weil dann kommen wir nämlich bei der Suche raus und dort können Sie eingeben kognitive Verhaltenstherapie. Das ist nämlich das, was uns interessiert.
So, jetzt gucken wir mal, wo wir rauskommen. Ich weiß jetzt natürlich schon, nach was ich suchen muss. Methoden der kognitiven Verhaltenstherapie, da klicke ich jetzt drauf. Und da kommen wir zum Teil 1, weil hier steht kognitive Verhaltenstherapie. Also die Verhaltenstherapie, die setzt dann drei Ebenen an. An den Kognitionen. Zur Vereinfachung sage ich, das sind jetzt die Gedanken. Das ist noch ein bisschen mehr im weiteren Sinne, aber sagen wir mal Gedanken. Dann am Verhalten, aber natürlich auch an den Emotionen. Aber die KVTler sagen, weil die Gedanken die Gefühle beeinflussen, werden natürlich die Emotionen auch verändert, wenn wir die Kognition, sprich die Gedanken, verändern. Jetzt scrollen wir nach unten und hier steht nochmal, dass die kognitive Verhaltenstherapie sehr gut untersucht ist, eine hohe therapeutische Wirksamkeit hat bei Ängsten und auch bei Depressionen. Und hier sind auch nochmal Merkmale der KVT, die können Sie hier nachlesen. Und hier habe ich jetzt nochmal die Verhaltenstherapie aufgeführt. Ich habe das jetzt nochmal getrennt, damit Sie das verstehen, was der Unterschied ist zwischen reiner Verhaltenstherapie, die aber kaum noch in der Reinform angewendet wird, sondern eher die Kombination, die modernere Form, die KVT, also die Kognitionen, die dürfen nicht vernachlässigt werden. Ja? Also die reine Verhaltenstherapie, da geht es immer darum, um unerwünschtes Verhalten, wie beispielsweise Ängste, abzubauen und erwünschtes Verhalten, wie zum Beispiel mehr Entspannung, mehr Gelassenheit, ein rationaleres, ein entspannteres Verhalten aufzubauen. Aber uns interessieren die kognitiven Methoden innerhalb der kognitiven Therapien. Deshalb klicken wir jetzt hier. Und da kommen wir nämlich zum Teil 2. Und hier sehen Sie die KVT an einem Fallbeispiel, und zwar anhand einer Patientin mit einer depressiven Symptomatik. Das können Sie sich durchlesen, was auf einer Verhaltensebene Ziel ist. Und wie dann eben auch der Behandlungsplan aussehen könnte. Und jetzt kommen wir zur Reduzierung des depressiven Denkens. Das hat man eben schon mal als Beispiel, ich bin ein Versager, ich kann nichts, ich bin nichts wert. Und so geht das. Erstmal erkennen wir diese negativen, diese dysfunktionalen, häufig automatische Gedanken. Dann hinterfragen wir das mit Hilfe des sokratischen Dialogs im Rahmen der kognitiven Umstrukturierung. Und als dritten Schritt üben wir dann alternatives, hilfreicheres Denken ein. Und hier können Sie sich genau das herunterladen. Da klicken wir hier drauf. Genau, Methoden der kognitiven Verhaltenstherapie. Und hier geht es im Speziellen um die kognitiven Therapien, wo ja auch sich die Frage 22 drauf bezieht. Also, was sind Kognitionen? Die Kernaussage, die werden Sie wahrscheinlich auch kennen. Nicht die Dinge selbst beunruhigen die Menschen, sondern ihre Vorstellung von den Dingen. Und jetzt scrollen wir weiter runter. Da haben Sie nochmal die Grundannahmen, von was die kognitive Theorie ausgeht, nämlich dass Kognitionen, setzen Sie dafür einfach Gedanken ein oder Denken. Ja? Das Denken beeinflusst Emotionen und Verhalten. Und dann irrationale, also dysfunktionale Gedanken führen zu psychischen bzw. Verhaltensstörungen, wie zum Beispiel Angststörungen oder depressive Störungen. Und dieses irrationale Denken bzw. irrationale Gedanken, die können verändert werden. Und damit reduziert sich die betreffende Störung bzw. die Gefühle, was damit verbunden ist. Da gibt es diese drei Hauptströmungen, und zwar die rational-emotive Verhaltenstherapie nach Olbert Ellis. Das kennen Sie vielleicht, das ABC-Schema. Da gehe ich jetzt nicht nochmal drauf ein, das können Sie nachlesen. Hier haben es nochmal die therapeutischen Methoden zur eigentlichen kognitiven Umstrukturierung. Häufig wird hier der sokratische Dialog verwendet, und hier haben wir die kognitive Therapie nach Beck. Der hat nämlich erforscht, wie Depressionen entstehen und aufrechterhalten werden. Und daraus hat sich die Therapie der Depression entwickelt. Ja? Er sagt, dass depressive Menschen eine verzerrte Sicht der Realität haben. Das sind die Kognitionen praktisch verzerrt. Und die kognitive Triade der Depression, das wird auch immer wieder gefragt, häufiges Thema. Deshalb merken Sie sich das am besten. Erstens, negative Sicht der eigenen Person, das sind jetzt nur Beispiele, ich bin ein Versager und nichts wert. Dann eine negative Sicht der Umwelt, keiner mag mich, alle richten sich gegen mich.
und negative Sicht der Zukunft. Es ist alles hoffnungslos, es wird nie besser werden, es wird Schreckliches passieren. Und das sind so typische systematische Denkfehler, die auch die Beate Wilken in ihrem Buch hat zur kognitiven Umstrukturierung. Das kann ich Ihnen auch empfehlen, später auch für die Praxis, ein wirklich gut strukturiertes Buch. Also, depressive Menschen bzw. Patienten mit Depressionen, häufig haben die ein fehlerhaftes Denken, Schwarz-Weiß-Denken, verallgemeinern, das Schlechte sehr groß machen, aufbauschen das Ganze und das Positive beispielsweise ganz klein machen, übersehen sozusagen. Und hier so das ganz typische Schwarz-Weiß-Denken. Automatische Gedanken oder hier diese depressogenen Grundannahmen. Also beispielsweise, um glücklich zu sein, muss ich bei allem, was ich unternehme, Erfolg haben. Ich muss immer von allen Menschen akzeptiert werden. Wenn ich einen Fehler mache, bedeutet das, dass ich unfähig bin, dass ich ein Versager bin und so weiter und so fort. Ziel der Therapie nach Beck ist, diese Gedanken zu erkennen und sie zu verändern. Also zum Beispiel, Sie sind ein Versager. Stimmt das? Stimmt das immer, zu jeder Zeit, in jeder Sekunde, an jedem Tag in Ihrem Leben beispielsweise? Ja? Also Realitätsüberprüfung. Und das muss man natürlich nicht nur einmal machen, sondern mehrmals machen. Und dann kann sich das auch verinnerlichen, festsetzen. Da wird kein Schalter umgelegt, so funktioniert das menschliche Gehirn nicht, sondern man muss es immer und immer wieder einüben. Hier haben wir noch das Stressimpfungstraining nach Meichenbaum und habe ich auch nochmal dazu geschrieben, was das genau ist, nämlich die Art, wie wir mit uns selbst sprechen. Und wenn die sehr dysfunktional ist, sehr negativ ist, dann, sagt er, ist es klar, dass wir uns schlecht fühlen. Und diese Art des Selbstgespräches, auch Denken genannt, kann man verändern. Also Sie merken, das geht in die gleiche Richtung wie Alice und Beck und beantwortet hier auch die Frage 22. Dann gehen Sie mal auf YouTube. Gehen wir mal auf Heilpraktiker Erfolg und da haben wir hier Playlists und hier haben wir die Kognitivumstrukturierung und wenn Sie da draufklicken, da finden Sie die ganzen Videos zur kognitiven Umstrukturierung. Ja, ich hoffe, ich konnte Ihnen weiterhelfen, insbesondere zur KVT für Prüfung und Praxis. Ich drücke Ihnen die Daumen und wünsche Ihnen ein erfolgreiches Vorbereiten für die Prüfung zum Heilpraktiker Psychotherapie. Mein Name ist Franziska Luschers. Machen Sie es gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.